Stimmt. Das ist merkwürdig eigentlich. Du hast ja auch eine interessante Entwicklung durchgemacht. Du bist ja auch Profiteur der Krise, muss man sagen. Warum? Naja, du hast viele andere Prominente in diesen Tagen auf dem Standstreifen überholt, muss man sagen. Stimmt. Du hast jetzt zwei TV-Shows, ja. Late Night Berlin, ja, und die Leute können von diesem Dicken nicht genug kriegen. Der witzige Dicke von ProSieben. Ja. Nee, ist egal. Also, wir können nicht schneiden. Ja, du wirst es bereuen. Ich weiß, ich wollte dir eigentlich nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zu Baywatch Berlin und Late Night Berlin. Ja. So, und jetzt ist es so, du bist jetzt eine echte Fernsehpersönlichkeit. Ja. Und da kommen jetzt natürlich sofort die Anfragen für die ganzen Reality-TV-Formate. Ja? Einmal einen schwachen Moment gehabt und zack, stehst du dann irgendwie halbnackt bei RTL und lässt dich von Julian F.M. Stöckel anschreien. Tja, und da möchte ich dich natürlich vorbereiten. Ja. Möchte ich da nicht im Stich lassen. Also wenn jetzt der Dschungel kommt und wie sie alle heißen. Diese ganzen Sachen, die werden jetzt irgendwann kommen, weil die eine große Not haben. Die haben ja die bald schon alle einmal durch. Jetzt muss der Nachwuchs ran, das bist jetzt du. Und ich will dir das anhand eines Formats mal erklären und dich vorbereiten. Und das Format heißt Promis unter Palmen. Ja? Das lief am Mittwoch auf Sat 1 und war ein Lehrstück, wie man sich perfekt im Fernsehen inszeniert. Wie, das zeige ich dir und natürlich auch Ihnen zu Hause in der Reality-TV-Masterclass. Sensationell, ne? Was Sat 1 da alles an Kernassis in eine Villa gesperrt hat. Ja, hier zum Beispiel, ich gucke mir jetzt mal alles an, ich sag mal, wenn ich auswendig sagen kann, wer das ist, okay? Ja. Kann ich mal eben das Bild sehen? So, also, in der Mitte ist Bastian Jotta. Rote Badehose. Rote Badehose, ne? Daneben ist Desiree Nick. Links, muss man sagen. Links, daneben. Daneben weiß ich nicht. Soll ich sagen, wer es ist? Wer es ist? Carina Spack. Nein, der Mann, neben Desiree Nick. Das ist, der Tobi heißt er. Tobi, na gut. Ja. Also Tobi macht auch mit. Dann Ernesto Monte, der Ex von Helena Fürst mit der Penisverlängerung. Ja. Dann, links, wer ist grüne das? Badehose. Ja, wer ist daneben? Das ist Carina Spack. Das ist Carina Spack. Und wer ist Carina Spack? Bachelor in Paradise, da hat sie mitgemacht. Siehst du wohl, so. Hat er ihren Freund kennengelernt, den Serkan. Ja, wer ist das neben Bastian Jotta? Die Blonde? Der, das ist Carina Spack. Wer ist denn das jetzt aus, also, denn hier neben Monte? Pink. Die war mal zusammen mit dem Tobi. Es ist so. Hallo. Haben sich so, da jetzt wieder getroffen. Dann ist Ronald Barnabas Schill, den kenne ich, Richter gnadenlos. So. Damals, also praktisch den ersten rechtspopulistischen Schwung mitgenommen und war in Hamburg Senator. Ja. Innensenator, dann weiß ich nicht. Dann ist hier Mazzupane oder wieder Mazzipane? Matthias Mangiapane. Mangiapane, der Friseur. Der ist der Allestester auf Vox. Und Claudia Obert, das ist die Allestrinkerin auf Sat 1 Allestesterin. Sie ist auch Allestester oder vor allen Dingen Alkohol. So, also egal. Ja. Also, dieses Format ist perfekt, um dir, lieber Jakob, mal zu zeigen, wie man sich in einer Reality-Show verhält. Ja? Das sind also alles Profis. Das ist die Champions League, das ist Champions League-Niveau, wie die sich da verhalten. Die wissen alle, wie man durch vollkommen wahnsinnige Assi-Aktionen massig Sendezeit bekommt. Und wenn du diese Regeln befolgst, ist dir der Durchbruch im Trash-TV sicher. Ein Beispiel, ja. Man kommt ja am Anfang von so einer Show meist in so einer riesen Villa an und trifft dann nach und nach auf die anderen Pappnasen, die man natürlich alle schon kennt von irgendwelchen Aftershow-Partys beim Duftstars oder sonst woher, ja. Hier betritt Eva, bekannt aus Bachelor und Promi Big Brother, das Feriendomizil. Das ist Eva, so. Ah ja, okay, das war die. Okay, das ist also Eva. Oh. Das ist sie war Dritte beim Bachelor mit André Mangold vor 2 Jahren. Ist richtig, genau. So, so, und sie erzählt kurz nach ihrer Ankunft, dass sie Spagat kann, weil sie früher Cheerleaderin war. Ja. Wie würdest du darauf reagieren? Ich persönlich. Jetzt? Du jetzt, wenn du da wärst. Würde ich sagen, klasse, ist eine gute Sache, sehr interessant. Was hast du so erlebt im Cheerleading? Falsch. Langweilig, komplett langweilig. Während du dir da einen wegsabbelst, ja, film dir die ganze Zeit den ralligen Opa, der der Influencerin nachjagt. Ist ja klar. Mach es so wie deine Mentorin Desiree Nick. Das hier ist Desiree Nick, die ist natürlich auch da. Und die zeigt dir jetzt, wie man in so einer Situation regelkonform reagiert. Ich war Cheerleaderin. Das ist auch was. Du, besser als gar nichts, finde ich schon mal. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Oho. Merke, also immer so asozial wie möglich, einfach direkt drauf losbeleidigen. So ein Spruch, der bleibt natürlich in Erinnerung. Ja? Und der bleibt vor allen Dingen in der Sendung. Darauf geht es. Nächste Situation. Du ruhst jetzt zum Beispiel auf einer Liege im Garten. Ja. Und eine adrette Dame in ihren 50ern nähert sich dir. Ja. Erscheint so, sie sucht den nachmittäglichen Plausch im Schatten. Wie würdest du da reagieren? Um die 50? Mhm.
Ich würde wahrscheinlich versuchen, so ein bisschen Literaturgespräch aufzumachen. Vielleicht auch über Philosophie. Falsch. Dialektik des Seins. Alles falsch, alles falsch. Dein Lehrer ist in dieser Lektion der ehemalige Richter und heutiger Lustmolch, Ronald Barnabas Schill. Ja. Ja? So, das ist der hier nochmal. Sieht man mittlerweile. Der wohnt mittlerweile in einem Pappkarton auf Brasilien irgendwo. Braucht Geld und hat die perfekte Trash-TV-Antwort auf die gerade genannte Situation. Bitte sehr. Claudia, schon wieder ein neuer Dress. Haben Sie mich bestellt? Ich habe dich bestellt. Ja. Chili, machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt gleich. Zimmer 212. Stehst du auf Doktorspielchen, Kleiner? Ich bin selbst der Doktor. Oh, du hast einen guten Griff. Regelgerecht. Du hast einen guten Griff. Der greift ja unter den Rock. Oh. Ja, also man verhält sich wie der peinliche Onkel auf einer Hochzeit, der zwischen gemischten Braten, Käsekuchen und so seine Libido wieder entdeckt hat. Und etwas zu direkt Großtante Ilse anbaggert. Das ist das richtige Verhalten, ja? Flirt-Scales direkt aus der Boomer-Hölle. Aber klar, sowas lassen sich die gierigen Sat.1-Redakteure nicht entgehen. Da kannst du dir einen Ei drauf kochen. Das landet im finalen Schnitt. Ja. Und das ist das, was wir heute trainieren wollen, ja? Was ich lernen muss. Ja, das war ja auch noch nicht alles, ja? Wenn deine Gruppe abends nett beisammen sitzt und den Tag noch mal Revue passieren lässt. Dann soll ich dir jetzt mal unter den Rock fassen? Nein, nein. Reality-Fans, nicht hier. Ist eine nächste Liste. Ihr sitzt jetzt abends nett zusammen. Ja. So, und denkst über den Tag nach. Ja. Was tust du in der Zeit? Wenn ich dabei bin. Ja, da bist du ja auch im Haus da. Ja, ich würde irgendwie eine Anekdote erzählen, wie ich so viel Espresso getrunken habe von der neuen Maschine. Wie im Podcast. Nein, nein, du musst antizyklisch denken. Guck mal, unberechenbar musst du sein. Wenn alle am Tisch sitzen, dann musst du dir irgendwas anderes ausdenken. Ja? Du ballerst dir jetzt 10 Weißweinschorle rein, bekommst einen tierischen Kohldampf und gehst damit allen auf den Sack. So wie deine Mentorin Claudia Obert. So, die macht wirklich, muss man sagen, alles richtig. Ja. Wir gucken mal. Claudia, ja? Was suchst du? Ich war mit Peter und ich verfeine ihn. Mal gucken, wie der ganze Scheiß hier so schmeckt. 300 Grad. 300, gut. Volle Kraft voraus. Ja, pass auf, das alles oder gar nichts. Ich bin ja mal gespannt, wie diese Pizza ist. Preisverdächtig, oder? Ich fasse also noch mal zusammen. Diese Pizza war so hoch. Ja, gut, wenn man Hunger hat. Es sind ja also mehrere Schritte, die hier zum Erfolg führen. Ich muss das noch mal einmal zusammenfassen. Erst mal allen am Kühlschrank auf den Sack gehen. Ist die Frage, was man da eigentlich macht. Dann muss man übertrieben viel teuren Käse auf so eine billige 99 Cent Lidl-Pizza verteilen. Dann die Pizza reinschaufeln und mit viel Getöse sagen, wie kacke die schmeckt. Traue ich mir zu. Bonuspunkt, das Ganze dann mit einem viel zu großen, scharfen Messer essen. Es ist ein Trash-Grand-Slam. Ja. Alles passiert genial. Ja. So, es war also ein langer Tag, stell dir das vor. Ja. Jetzt ist Schlafenszeit, die große Frage, wie pennen, wenn viele zuschauen? Was macht man? Sind ja immerhin Mehrbettzimmer, in denen alle nächtigen. Ja. Also ich habe so einen ganz, ganz schönen Pyjama, weißt du, der ist von so einer Hemdfirma, die ich jetzt nicht nenne, aber der ist sogar gebügelt aus so einem Seidenstoff. Falsch. Und du musst natürlich das Unpassendste tragen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, um aufzufallen. Darum geht es, ja. Und das ziehst du dann aus und nimmst stattdessen ein viel zu kleines Tuch. So wie Ronald Schill. Ich glaube, es mir wäre des Schlafens gelungen, das Tuch einigermaßen so zu halten, dass nichts Anstößiges sichtbar war. Man nimmt einfach so ein Tuch, das man sich in der Nacht natürlich zu 100% irgendwie so wegstrampelt, während die anderen noch wach sind und das Licht an ist. Ja. Wer kennt es nicht, das berühmte Schlaftuch? Ja, aber das gibt Sendezeit, darum geht's. Ja. Ja. So, es ist die Nacht der Entscheidung, die Exit-Zeremonie, wer fliegt raus? Diese Szene, die wird auf jeden Fall im finalen Schnitt landen, braucht man ja, um die Sendung zu erzählen. Das heißt, da kann man noch mal richtig aufdrehen, weil da weiß man, hier wird jetzt auf jeden Fall gesendet. Da drehen alle komplett durch, jedes Mal. Ja, was soll ich machen? So, also, Sat.1 hat gesagt, bitte zieht euch schick an und alle haben sich den feinsten Zwirn angelegt. Der Schilde ist hanseatisch, schick gekleidet mit roter Hose und Sakko. Die Frauen hüllen sich in feinstes Geschmeide, ja. Was siehst du jetzt als Reality-TV-Profi an, wenn sich alle rausputzen? Guck mal, hier links, die im Abendkleid sogar. Ja, ja, so richtig schick, ja. Ja, ich würde dann so ein weißes Dinner-Jacket anziehen und dazu schwarze Lack-Slipper.
und eine dunkle Hose. Ja, falsch. Wie beim Traumschiff so ein bisschen. Ja, ist aber auch falsch. Du musst dich natürlich exakt so anziehen wie dein letzter Coach des heutigen Tages, Ernesto Monte. Ernesto Monte hat sich auch an diesem Abend angezogen. Und zwar folgendermaßen. Das war das Outfit von Ernesto Monte. Du kleidest dich genau wie er. Hier. Wie ein unseriöser Autoschieber mit ausgeleiertem Adidas-Shirt, dreiviertel Jogginghose und roten Slippern. So bleibt man. Das war das Feinste, was er gefunden hat für die Zeremonie. Who knows, was er alles mitgenommen hat. Ja. Weißt du, die Kleine hat sich kurz vorher noch die Fickschaukel ausgezogen. Wer weiß. Fühlst du dich jetzt gut vorbereitet? Ich glaube, ja. Also ich werde mir dieses Schlaftuch kaufen und dann würde ich sagen, der Dschungel kann kommen. Meine Damen und Herren, das war's jetzt erstmal. Das war die TV-Masterclass zum Thema Reality-Trash. Bitte sehr.